Wer ist der Mächtigste auf Erden? Eine musikalische Mäusekomödie in einem Akt, nach einem englischen Märchen indischen Ursprungs, von Bohuslav Martinů, in einer Fassung von Claire Obscure und mir, also Wolfram Berger. Man hört Musik, die Mäuse horchen auf und im nächsten Moment springt ein Lautenspieler auf die Mauer. Er grinst und stimmt sein Instrument und macht dazu ein paar Tanzschritte, die darin enden, dass er versucht, sich in den eigenen Schwanz zu beißen. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Mäuschen wunderschön, wunderschön. Richtig schön und gerade heut soll entschieden sein, wer dieses Mäuschen freien darf, wer sie in Liebe bindet, die wünschen einen Mann, der mächtig ist und stark. Er muss sein der Schönste, er muss sein der Größte, er muss sein der mächtig. Ja, der mächtigste Mann der Welt, ja, der Welt.